Hallo und herzlich willkommen zum ersten Newsletter für das Jahr 2021. Wie Sie sehen, sind wir auch mit dem GWS-Newsletter wieder auf etwas mehr Abstand gegangen, trotz unserer durchdachten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Aber dank der Technik ist es zum Glück möglich, aus unterschiedlichen Räumen und verbunden mit Microsoft Teams Sie zu begrüßen. Heute an meiner Seite die Christa. Und an meiner Seite die Liane. Und das sind unsere Themen. Cloud-Einsatz und ERP-Migration bei der VR-Bank in Südniedersachsen. Mobilfunkstation rüsten zum 30.06.2021 die 3G-Frequenzen auf LTE um. 10. Microsoft Gold-Kompetenz für die GWS. Betriebssport mit der GFIT Challenge. Gemeinsam und klimaneutral in den Süden. GWS-Herzensprojekte. Unterstützung in fordernden Zeiten. Die VR-Bank in Südniedersachsen EG beauftragte uns mit einem großen IT-Auftrag. Die Order bezieht sich auf den Unternehmensbereich Ware. Bis spätestens Mai 2021 sollen die vor Ort stehenden Server durch virtuelle Server in der Azure Cloud ersetzt werden. Die Migration auf GWS ERP-WC in der Cloud sind ebenfalls Bestandteil des Auftrags. Die VR-Bank beschäftigt im Bereich Ware über 100 Mitarbeitende. An fast 35 Standorten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen betreiben sie Warenlager, Mineralölhandel, Tankstellen, Reifeisen und Baustoffmärkte. Es gab zwei Gründe für den Wechsel auf die Cloud-Strategie. Zum einen stand die Entscheidung an, ob neue Server gekauft werden sollten, und zum anderen punktete unser Infrastructure-as-a-Service-Modell. Alle, die Notebooks oder Smartphones nutzen und kein LTE haben, sollten bis zum 30.06.2021 handeln. Die Telekom und die Vodafone rüsten ihre Mobilfunkstationen von UMTS auf LTE bzw. 5G um. Das 2G-Netz bleibt bestehen, jedoch ist das Surfen im Internet über dieses Netz fast nicht mehr möglich. Beim drittgrößten Anbieter Telefonica erfolgt die endgültige UMTS-Umstellung zum 31.12.2021. Wenn Sie Notebooks ohne LTE-Funkmodul besitzen, gibt es nach der Abschaltung keine Möglichkeit mehr, in das Breitbandinternet zu gelangen. Bitte ersetzen Sie deshalb diese Notebooks. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, ein LTE- oder 5G-fähiges Smartphone anzubinden, um über die mobilen Daten auch über Ihr Notebook zu surfen. Ist Ihr Smartphone allerdings älter als 3 Jahre, sollten Sie auch hier eins mit LTE- oder 5G-Technologie nehmen. Gerne steht Ihnen unser Kollege Patrick Jablonski bei der Suche nach neuen Notebooks zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen die Geräte der ThinkPad-Reihe von Lenovo. Es gibt bei Microsoft eine neue Cloud-Kompetenz, die das besondere Fachwissen von Partnern mit Cloud-Lösungen im Business Central und Office 365-Umfeld auszeichnen, die Small and Mid-Market Cloud Solution Kompetenz. Die GWS hat gleich den höchsten Status Gold erreicht. Herzlichen Glückwunsch an alle Kolleginnen und Kollegen, die bei der 4. Cloud-Kompetenz mitgewirkt haben. Da der Süden gerade nicht so einfach zu erreichen ist, hat sich unser Betriebssportpartner Team Y etwas Besonderes überlegt. Über die GFIT Challenge, ab in den Süden, werden im Februar klimaneutrale Kilometer gesammelt. Egal ob beim Fahrradfahren, beim Laufen, beim Spazierengehen, beim Joggen oder beim Inlineskaten. Jeder Kilometer zählt. Und die Kilometer werden über eine App gezählt und den gemeinsamen Fortschritt können wir dann mitverfolgen. Wir sind sehr gespannt, welches Ziel wir im Süden dann ansteuern werden. Das erfahren wir aber erst, wenn es dann wirklich losgeht. Als fest verwurzeltes Münsteraner Unternehmen liegen uns seit Jahren soziale Projekte sehr am Herzen. Auch im letzten Jahr haben wir wieder verschiedene soziale Organisationen in der Region unterstützt. Zum Beispiel mit Headsets und einer Geldspende für das Kinderpalliativzentrum Datteln und weitere Geld- und Sachunterstützung für den Verein Herzkranke Kinder e.V. und den Verein NIMAS, mit dem wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten. Kommen wir jetzt noch zu den Webcast-Hinweisen für den nächsten Monat. Am 12. Februar News vom Webclient, Universal Rollencenter und Basisfunktionalitäten für die R-Linie. Ebenfalls am 12. Februar geht es um Dynamics CRM, Verkaufschancenmanagement in der Vertriebspipeline für die G- und für die R-Linie.
Am 26. Februar Microsoft Teams. Was ist neu und Tipps und Tricks für die G- und R-Linie. Und ebenfalls am 26.02. geht es um Dynamics CRM, After Sales, Abläufe mit Serviceverträgen, Umfragen und Nachverkauf. Ebenfalls für die G- und für die R-Linie. Gerne haben wir den Newsletter heute so für Sie aufgenommen und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal wieder in unserem Studio sein dürfen. In der Zwischenzeit schauen Sie gerne bei uns auf der Seite erpsystem.de, was sich so bei uns tut. Und wir hoffen, Sie bleiben uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Gerne haben wir den Newsletter heute so für Sie aufgenommen, um Sie natürlich immer mit aktuellen Informationen zu füttern. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Nee, lieber nochmal.